Hey, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon. Hör schon auf damit. Wir müssen reden. Jetzt lass mich doch meine Ansprache halten. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Mittlerweile ist das Wetter wieder gut geworden. In der Zeit, wo ich eigentlich gerade die Aufnahme starten wollte, können wir hoch. Du bist hier. Ja, lol. Ja, ich bin hier. Jetzt Rost, warte mal kurz. Ich möchte mich ganz kurz entschuldigen. Ich war krank. Ich bin immer noch krank. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat zu einer neuen Folge. Genau. So. Ich muss erstmal wieder ein bisschen ins Spiel reinkommen. Ich habe heute nicht so viel Zeit. Ich muss spätestens in einer halben Stunde wieder gehen. Deswegen sollte ich bis dahin eigentlich fertig werden. Genau. Na komm. Wir sollten reden. Und ich glaube, Rost möchte mit uns reden. Im Übrigen, ich habe eine neue Cap, wie ihr seht. Die sieht ein bisschen weird noch aus. Das passt sich alles noch an, ist aber genau die gleiche wie vorher. Nur, dass der Druck jetzt ein bisschen hochwertiger ist als vorher. Hat aber auch... Komm ich da nicht drüber? Achso, spring. Okay, ja, Rost. Hör schon auf damit. Wir müssen reden. Rost, was ist los? Ich hab dich vermisst. Hast du die Feuerpfeile? Ja. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Was willst du? Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Ist aber trotzdem ein bisschen weird. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Ist eine gute Idee. Du hast keine Zeit mehr für Schlaf. Was denn los? Oh, sieht das toll aus. Wo müssen wir denn hin? Hä? Hier am Lagerfeuer irgendwas machen? Hä? Okay, Speichern bewirkt also Tag-Nacht-Zyklus. Normalerweise nicht so. Könntest du bitte aufhören, so laut zu pfeifen? Mach noch kurz die Rollos runter. Es scheint nämlich seit Jahren mal wieder die Sonne. Ja, aber für mich suboptimal. Bin ich ein bisschen... Was ist mit Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zu ehrbar. Das ist ein bisschen... So viel zum Standesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Ja, das klingt richtig problematisch. Deine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne. Sie nennt was Neues. Ist schlimm, es tut mir leid. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Also ich nehme das gerne mit. Keine Frage, aber der sieht ein bisschen gefährlich aus. Ich weiß auch nicht, aber ich kann das Tier noch nicht bewerten. Wir haben es noch nicht gesehen. Ja, Medizinbeutel ist voll. Folge dem Pfad. Das ist schon mal gut. Da haben wir eigentlich schon einen Stufenaufstieg. Ich weiß nicht, ich habe jetzt schon längst... Ja. Stille Landung. Na, ich hätte das hier genommen, dass die Zeit sich noch mehr verlangsamt und es so einen kleinen Zoom gibt, damit wir besser zielen können. Aber eine stille Landung ist halt auch gut. Vor allen Dingen, weil wir die jetzt gleich brauchen. Aber ich nehme das Zeitverlangsamen. Das finde ich jetzt besser. Was ist damit passiert? Einfach, wenn wir zielen. Was für eine Maschine macht sowas? Haben wir jetzt noch ein bisschen besser. Die du jetzt jagen wirst. Was? Oh, verstehe. So war der Deal jetzt aber nicht, dass ich irgendwelche gefährlichen Maschinen ein jagen muss. Kadaver. Ich hol mir die Teile. Ja, auf jeden Fall. Auf die Umgebung.
Sag jetzt nicht, hier sind auch noch Gegner. Mutterberg. Schön, dass das da leuchtet. Schön, dass wir so rüberschwingen. Dir geht's gut? Du ruhst dich nur aus, ja. Das ist immer schön. Oh, da unten gibt's was zu mitnehmen. Oh, da gibt's sehr viel. Was ist denn das? Nur Holz? Ah, hier noch eine gelbe Pflanze. Oh. Du standest eigentlich nicht auf meiner Liste. Jetzt aber schon. Beziehungsweise, jetzt standest du wieder auf der Liste. Weil du bist ein bisschen... Oh ja, eine Linse. Perfekt. Oh, da ist Rost, okay. Ich muss immer auf die Uhr gucken, weil ich mache mir Sorgen. Dass wir heute nicht fertig werden. Das ist ein Wächter. Bam! Der ist Knockout. Jetzt ist es nicht mehr weit. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Das frage ich mich auch. Warum lernen Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Ach so! Werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Ja klar, die sind zu 20 und wir alleine, wir kriegen das hin. Macht Sinn! Macht Sinn. Es tut mir leid, dass meine Stimme vielleicht sich ein bisschen anders anhört. Aber ich bin, innerlich bin ich noch ein bisschen tot. Eine Abrissspule, aha. Welche Holz nehme ich mit? Das braucht man. Zum Pfeile machen. Oh, bitte nicht jetzt. Ich will mir noch Pfeile machen vorher. Ganz leise, Leute. Eine Holzhütte zerstört von Sägezähnen? Ja, da war vorher auch schon eine. Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Das war nicht der Deal. Uiuiui. Ja, der sieht ein bisschen gefährlich aus. Der kann Häuser kaputt machen. Und was soll ich dagegen jetzt ausrichten? Riesig. Wie besiegt man ihn? Ja. Das ist allein deine Entscheidung. Ja, klar. Ja. Dir allein. Was auch passierte, ich greife nicht ein. Ja, lass mich sterben. Du? Kein Problem, Ross. Kein Problem. Allein. Ja. Also erstmal. Nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? Stimmt, wir haben ja diese Falle. You don't see me. Du siehst mich nicht. Hans, du siehst mich nicht. Okay. Und jetzt die Feuerpfeile. Das bleibt jetzt aber schon so lang da, bis da einer reinläuft, oder? Nicht, dass ich das jetzt umsonst platziert habe. Wo ist er denn? Ich sehe nichts. Hallo? Hans? Wo ist er denn? Hallo? Nee, 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 nicht den Bogen wegnehmen. Da ist er. Lauf halt noch mal eine Stunde um den Block rum. Ich warte so lange. Ich mache mir noch einen Kaffee, ja? Ist ja schlimm mit dem. Ja, ich glaube nicht, dass ich den von hier treffe. Aber ich möchte, dass er mich zumindest sieht. Dann läuft er nämlich da rein. Hallo, Hans. Hier. Oh. Komm du nur her. Ich hätte ihn vielleicht scannen sollen, nicht? Mist entdeckt. Kein Problem.
Wird der hier nicht geblitzt, Dingst? Ja. Schlechte Idee, hätte ich gesagt. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, der Deal war anders. Oh mein... Du siehst mich nicht. OMG. Er sieht mich nicht mehr. Ohoho. Okay, okay, okay. Okay, ey, hallo? 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 Wo ist dein Schwachpunkt? Ist er? Nee, ist nicht tot. Er sieht mich nicht mehr, oder? Doch, tut er. Na, ich heil mich mal, ja, Leute? Was? Ah, bitte geh weg. Oh, ich spiel viel zu offensiv. Okay, er ist down. Das war bisher mein schlechtester Kampf. Es tut mir leid. Aber normalerweise, ich habe den Teil schon gespielt. Normalerweise wird er von diesem Elektro-Ding geschockt und bleibt liegen. Und er ist einfach durchgelaufen, ohne dass er Schaden genommen hat. Und er ist ja auch durchgelaufen, weil mein Draht war dann nachher weg. Also das war auch ein bisschen... Also, das hätte man besser machen können. Das war weird. Im Übrigen, Leute, ich habe zum ersten Mal einen Pulli an. Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein, folge mir. Was für eine Lektion war denn das jetzt? Ich hätte jetzt dasselbe gesagt wie Aloy. Ich habe keine Ahnung. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als nicht so egoistisch denken, ich verstehe, Rost, ich verstehe. Dein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Rost ist ein so weiser Mensch. Das ist der Wahnsinn. Folgt mir. Kein Problem. Mittlerweile ist es Tag geworden. War es überhaupt Nacht? Doch, es war schon Nacht. Also es wird ziemlich schnell Tag und Nacht in dieser Zukunft. Es dämmert. Schon wieder. Es wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Ja, ich grinde ein bisschen. Zeit wird nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Ich verstehe die Lektion. Die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll... Muss es etwas sein, an das ich glaube? Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Ja. Warte, ich komme mit. Nee, dann sehen wir uns in Mutterherz. Wir sehen uns im Mutterherz. Ja. Mutterherz liegt ziemlich weit in diese Richtung. Da gehen wir jetzt auch hin. Aber, bevor wir... ja, das ist mein Spielstand. Da bin ich schon ein bisschen weiter. Bevor wir da jetzt aber, hingehen, würde ich off-camp noch etwas, grinden.
Das hält sich. Gucken, dass wir ein paar Level einfach bekommen. Besser ausgerüstet sind. Je nachdem. Oh, da vorne sind schon welche. Jo, hier stehe ich aber sehr offen. Und ich will nicht meine Feuerpfeile für diese einfachen Maschinen verwenden. Da sind keine Läufer, oder? Ich muss den Kampf gewinnen. Nö. Ganz ruhig. Der ist auch nicht weggerannt. Jetzt steht aber um die Ecke noch einer. Ich riech's doch. Wo ist er? Perfekt. Bam. Das waren alle? Bitte sag mir einfach, dass das alle waren. Ja. Halt. Bist du? Kann es sein, dass der etwas verwirrt ist? Ja, ciao. Ich erledige alle seine Freunde um ihn herum und er steht da und isst einfach erstmal in Ruhe sein Essen. Genial. Ein Glück, dass ich das auf Kamera festgehalten habe. Was? Ich hab Upgrades. Ja, ja. Darum kümmere ich mich dann, wenn ich soweit bin. Das dauert noch ein bisschen. Kann sein, dass wir es Ende dieser Folge machen. Kann aber auch sein, dass wir es nicht Ende dieser Folge machen. Oder noch nicht Ende dieser Folge. Oh ja, Lohn sind wichtig. Die sind für die Feuerpfeile. Und die Feuerpfeile sind eigentlich ganz gut, wenn man auch Tanks oder Behälter trifft. Dann sind Feuerpfeile wirklich, wirklich gut. Bei uns liegt eine neue Quest. Ja, nee, danke. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Heilkrautzeugs. Was ist das? Auch noch eine Maschine, aber die haben wir nicht erledigt, oder? Also ich nehme mit, was ich finde. Man nimmt, was man kriegt, aber... Sag mal. Hans. Also... Wird aufpassen, in welchem Gebiet du dich rumtreibst. Hier sind gefährliche Krieger unterwegs. Da hinten ist noch ein Läufer. Zwei. Da hinten ist ein ganzes Areal. Gehe ich von anders mal gucken. Vielleicht ist es immer so ruhig. Ja, das ist schön angenehm da. Und wir wurden kein einziges Mal bis jetzt getroffen. Leute, wir haben uns verbessert. Sagen wir 2%. Wir sind jetzt nur noch minus 12. Heilung? Das ist creepy. Da gibt es erstmal einen Safe Spot. Den usen wir doch. E und G. Ich gucke immer, dass es schwarz ist, damit man nicht direkt gespoilert wird. So, vor allen Dingen bei mir, in meinem Spielstand. Damit ihr nicht seht, wo ich gerade bin. Klar. Ist auch kein Problem, du stehst einfach hier. Konzentration. Bam. Schlechte Idee. Meine Position ist aufgeflogen. Ach was. Er erschreckt sich. Du siehst mich nicht. Waren das alle? Na, Eloy schleicht noch so. Das gibt mir immer die Bedenken, hier könnte noch was sein. Ich höre Maschinen. Nee, ist alles clean, Leute. Ist alles clean. Wobei, wenn jetzt einer kommt, ist sowieso zu spät. Ein Draht, auch cool. Den ich wahrscheinlich nie benutze, weil ich benutze... Irgendwie nur Pfeil und Bogen und den Stab zum Hauen. Ja, ich bin richtig oldschool. Gehen wir überhaupt richtig? Ja, schon. Doch, doch, hier lang. Ich erinnere mich an diesen Ort. Waren wir hier schon mal? Kann es sein, dass das der Ort aus der Intro-Sequenz? Nee, doch nicht. Wir werden das Ding aufgehört. Und ein Truthahn. Ja. Ja, ich brauche Essen. Es tut mir leid. So. Im Übrigen, ich habe gesehen, wir hatten einen Stufenaufstieg. Und das nutzen wir natürlich sofort. Und zwar für
Schnellere Heilung. Schnellere Rüstung abschlagen. Ja, Ziel. Verwende beim Balancieren auf dem Seil Kampf. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das kann wichtig sein, dass man von oben zuschlagen kann. Oh, kritische Treffer, die mehr Schaden verursachen. Ach, ich weiß es nicht. Ducken macht mich allgemein schwerer sichtbar. Mit schweren Waffen schneller bewegen. Gut, bis jetzt haben wir noch keine schwere Waffe. Ich glaube, das kommt dann noch. Oh, was nimmt man denn da am besten? Was ist das hier? Lockruf? Ah, das hatten wir gerade schon. Okay. Überleg. Also entweder stille Landung, also dass wenn wir landen, dass sie sich nicht anhört, sondern... Also so richtig leise, so wie man es auch auf dem Bild sieht, dass uns der Gegner einfach nicht hört. Wobei, ich bin ja kein Mensch, der sich anschleichen kann. Also, nee. Einfach ein Schlag von oben. Es ist halt auch situationsabhängig. Es wird nicht immer einen High Ground geben, so wie bei Star Wars, wo ihr dann von oben angreifen könnt. Genauso wie das. Deswegen, wir nehmen die kritischen Treffer. Weil ich bin ein Krieger und kein Jäger. Ich jage nicht, ich kämpfe. Die Aussage nehme ich zurück, wenn wir das erste Mal auf defensiv gehen müssen. So wie vorher. Aber so schwer ist das Spiel gar nicht. Gut, wir haben es auch auf einfach, aber es geht noch leichter. Ich glaube, das ist dann wirklich für die Noobs. Also für meine Version in vor 5 Minuten. Hier ist nichts mehr, gell? Aloy, wir müssen reden. Ja, nee, müssen wir nicht, Rost. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt. Hier ist kein Speicherpunkt. Und ohne Speicherpunkt rede ich nicht mit dir, Rost. Da unten ist einfach eine Maschine. Ja, ich räume mich ab. Das gibt nicht so viel Schaden oder gar keinen Schaden. Okay. Ich kann dich gar nicht looten. Da ist ein Lager. Nee, das ist kein Lager. Hier ist ein Lagerfeuer. Hier in der Nähe. Yeah. Sehr buggy und glitchy hier hochzukommen. Da ist ein Lagerfeuer. Das nehme ich. Ross, du musst noch ein bisschen warten. Entdecke Lagerfeuer, indem du rangehst. Yo, hatte ich vor. Ja. Weiter. Okay. Und ich mache mich dann zwischen dieser und nächster Folge. Wieso? Ich glaube, die Folge hier kommt erst Donnerstag oder Freitag oder so. Es tut mir leid, dass so lange kein Horizon Zero Dawn kam. Aber ich kann nichts dafür. Es tut mir leid. So. Oh Gott. Ja, vor allen Dingen morgen. Also heute ist Montag. Am Dienstag kommt das. Also morgen kommt das neue Update zu Minecraft Dungeons. Und das nehme ich dann auf und. Nachher nehme ich vielleicht noch eine Folge auf, aber nachher werde ich jetzt mal ein bisschen grinden. Level aufbauen. Und wenn wir genug Level haben, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Und ciao.